Na gut, dann gucken wir uns das hier mal an. Ja. Bikini Bottom Bewohner, das Resultat von radioaktiver Strahlung? Wo ist Perlas Mutter? Und was ist die geheime Krabbenburger-Formel? Oh mein Gott, ich wollte es schon immer wissen. Das sind Fragen, Freunde, die haben wir uns alle bereits als Kinder gestellt. Und heute gibt es endlich... Wobei die Krabbenburger-Formel ist, glaube ich, jetzt nichts Schweres. Also die haben wir ja immer gesehen, wie die so zubereitet wurde. Du nimmst einen Burger, so Burger-Patties. Der hat keine Ahnung, was er alles drauf macht. Der macht ja Salat, Gurken, Tomaten drauf, Käse drauf, sein Krabben. Der eigentlich macht die ja gar nicht. Das ist ja eigentlich gar kein Krabbenfleisch, aber trotzdem sind es Krabbenburger. Irgendwie ist es komisch. Weil wenn es Krabbenburger sind, würde es sozusagen, das wurde ja auch schon mal gesagt, dann würde Mr. Krabs seine eigene Art essen, beziehungsweise seine eigene Art verkaufen. Das ist schon, das ist wie wenn wir einfach Menschenfleisch verkaufen. Das ist schon komisch. Aber die Geheimsoße. Ich denke nicht, dass... Die Soße ist doch nicht geheim, oder? Das liegt am Fleisch. Ich denke auch. Wir wissen nicht, was das Fleisch ist. Wir wissen nicht, was genau das Fleisch ist. Krabs, der Kannibale. Es ist wirklich... Ich weiß nicht, ob er selber schon Krabbenburger gegessen hat. Das kann ich dir gar nicht sagen, ob Mr. Krabs selber Krabbenburger gegessen hat. Weil ich habe den noch nie gesehen mit einem Krabbenburger im Mund. Aber es wäre schon komisch, wenn er einfach seine Artgenossen vertickt. Das macht man eigentlich nicht. Das ist halt wie so ein Menschenhändler, das stimmt allerdings. Nur, dass er tote Menschen dann sozusagen handeln, verkaufen würde. Mr. Krabs hat eine Riesenwahl, von dem er das Fleisch nimmt, das stimmt, ja. Ja, aber dann sind es auch keine Krabbenburger, sondern dann sind es Wahlburger. Die Antworten und noch mehr. Macht euch bereit für die dunkelste SpongeBob-Theorie. Die Evolutionstheorie. Zuerst einmal, bevor das Video hier anfängt, ihr feiert alle diese SpongeBob-Theorien und die SpongeBob-Videos, aber diese Theorie hier ist sehr gut, deswegen... Okay. Ich spring mal ein bisschen vor, ne? Eine der bekanntesten Theorien da draußen ist die Bikini-Atoll-Theorie. Es ist sogar bestätigt, dass Bikini Bottom, also in der Serie, unter einem echten Ort spielen soll, nämlich mit dem Namen Bikini-Atoll. Und dort wurden 1946 von der amerikanischen Regierung solche Nukleartests durchgeführt. LOL, deswegen diese kennt ihr das? Wenn immer was explodiert, dann gibt's genau das hier, wie so ein Atompilz. LOL! Okay, das wusste ich gar nicht. Ich wusste auch nicht, dass es überhaupt Bikini Atoll gibt. Also diesmal, Bissit, kannst du mir nicht sagen, dass du wusstest, dass Bikini Atoll existierte. Das kannst du mir nicht sagen. Also diesmal, das wusstest du nicht. Die Gegend wurde zerstört und radioaktiv hinterlassen. Sie ist bis heute noch verstrahlt. Das ist nicht in der Serie oder so, sondern das ist wirklich in der echten Welt passiert. Und ja, wusste ich. Alter, als ob ihr das wusstet. Niemals. Chefkoch, grüß dich, Bruder. Lange nicht gesehen. Ja doch, deswegen sind die Fische verstrahlt. Lol, ich wusste das nicht. Ich dachte, es ist einfach random, wurde einfach dieses Bikini Bottom erschaffen. So, ich wusste es nicht. Hey, krass, auch das ist schon, dass viele das wissen. Heftig. Darunter soll Bikini Bottom liegen. Unter einem verstrahlten Gebiet. Und genau deshalb sollen die Bikini Bottom Bewohner intelligent sein. Sie sind also mutiert. Dadurch können sie sprechen und sich anders bewegen als die anderen Fische. Es gibt hunderte Videos im Internet darüber, aber keines ist so detailliert und geht so in die Tiefe wie das hier jetzt. Und um nun zu schauen, ob diese Theorie wahr ist, muss man prüfen, ob... Warte mal ganz kurz. Jetzt. Warte. Und um... Woher kommen die Fische hier? Alter, hat sich da mal jemand drüber... hat sich das mal jemand überlegt? Warum kommen hier Fische mit einem Aktenkoffer... Hier ist keine Tür, weil wenn hier eine Tür ist, ist bestimmt nicht hier auch noch eine Tür. Die laufen einfach random hier durch. Um nun zu schauen. Kann mir jemand sagen, was das hier, was die Leute sich dabei denken, diese Serie so zu machen, dass hier einfach Fische kommen? Guckt euch das mal an. Das ist ja völlig absurd. Ich habe gerade was ganz, ganz Wildes aufgedeckt. Und hier ist schon wieder so eine doofe Oma. Das ist jetzt so eine, diese gießcremige Oma. Schauen, ob diese Theorie wahr ist, muss man prüfen, ob es in der SpongeBob-Welt Fische gibt, die auch normal sind, also die nicht so mutiert sind. Es kann ja sein, dass es gibt ja viele Cartoons, wo alle Tiere reden können, wie Mickey Mouse, Winnie Pooh und so. Aber jetzt prüfen wir das mal in SpongeBob.
Schauen wir uns dazu einfach mal diese Stelle hier an. In der 20. Anniversary-Folge von SpongeBob mit dem Titel SpongeBob Big Birthday Blowout, da sieht man eine Stelle, wo Patrick und SpongeBob hier das Wasser verlassen, in die Oberfläche gehen und dann in so einen Fischladen betreten. Dort sehen sie dann normale Fische und SpongeBob... Junge, die kenne ich nicht. Das ist wieder so eine... Das ist keine alte Folge, oder? Wer kennt die Folge? Schreibt mal bitte rein, wer die kennt. Die habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Also das sagt mir zumindest gerade gar nichts, dass die Fische angeguckt haben. Das ist nichts von den alten Folgen, oder? SpongeBob sagt dann auch, oh Gott, die tun mir voll leid. Und er reitet sogar hier auf denen und er kann nicht mit ihnen sprechen, so wie mit Patrick zum Beispiel. Das sind also normale, unterentwickelte Fische. Ja. Auch in dem Movie SpongeBob on the Run sieht man sowas Ähnliches. Denn am Anfang sieht man das Meer, man sieht normale Fische, die schwimmen hier ganz normal und sie können nicht miteinander reden und so, bis man dann zu Bikini Bottom ankommt und dort sind die Fische wieder so mutiert und komisch. Aber den direkten Beweis, dass sie mutiert sind, haben wir noch nicht. Es sei denn, wir schauen uns die Folge Verwildete Freunde an. Dort sieht man einen grünen, strahlenden Mond, der alle 100 Jahre mal kommt und dann die Fische in Bikini Bottom zu... Lol, das sieht aus wie Teletubbies. Habt ihr es gerade gesehen? Der Mond... Der Mond sieht aus wie das Face von Teletubbies. Alle 100 Jahre mal kommt. Und das Feld sieht aus wie von den Teletubbies, oder? Jetzt, das sieht aus wie von den Teletubbies. Alter, wenn ich das jetzt... Das Pfeifert. Ich bin so ein Pfeifert. Ich habe gerade die Verbindung einfach geknüpft. Und dann die Fische in Bikini Bottom zurückentwickelt. Schauen wir uns das mal an. Hier werden alle Fische zurückentwickelt, außer Sandy. Sie sagt hier das auch, dass das nur bei Meereslebewesen klappt. Wieso klappt das nur bei Meereslebewesen? Weil Sandy nie mutiert ist. Sie ist ja neu in Bikini Bottom. Es macht Sinn. Jetzt kommt mir aber trotzdem eine Frage auf. Und zwar hat man ja auch schon andere Städte gesehen, wie zum Beispiel New Kelp City. Die kennen wir ja aus meinem alten Video, wo Mrs. Puff eigentlich ursprünglich herkommt, ihre geheime dunkle Vergangenheit. Aber dort gibt es nämlich auch Fische, die so sind wie aus Bikini Bottom. Ja, aber vielleicht ist es doch einfach so, weil sie ein Säugetier ist, im Gegensatz zu den Fischen. Wobei, dann wäre ja auch so, gibt es eigentlich Delfine bei SpongeBob? Nee, ne? Aber wie zum Beispiel Perla müsste dann Theo... Aber warum ist dann... Nee, verstehe ich nicht, okay. Ja, dann macht das mehr Sinn mit, die ist neu dazugekommen, weil Perla hat ja auch schon immer dort gelebt. Ist ja auch ein Säugetier. Ja, gut, dann stimmt es schon. Das hätte ich jetzt gesagt. Man könnte auch einfach sagen, es ist halt ein Säugetier und daran liegt's. Aber dann wäre ja Perla... würde ja dann nicht zu einem vertrockneten alten Wal werden. Das sind sogar die Fische aus Bikini Bottom. Sie haben sich einfach nur ausgebreitet. Sie haben andere Gegenden kolonisiert. Sie breiten sich immer weiter und weiter aus. Genau wie wir Menschen. Wenn sie sich aber ausbreiten, nehmen sie ja Lebensraum von den anderen Fischen weg. Sowas würden wir Menschen aber nie tun. Oh mein Gott! Part 2. Der Grund. Ja, aber siehst doch vorher, sie können nicht mit Tieren reden, die nicht mutiert sind. Deswegen ein Logikfehler. Stimmt. Ja, stimmt, weil wenn die mutiert. Ja, da hast du recht. Als ob die jetzt einfach so einen Logikfehler machen. Gerade bei so einer wichtigen Thematik, ne? Das geht eigentlich nicht. Große Krieg. Ihr erinnert euch sicher an die Episode, das Ausbildungsvideo. Und diese Episode ist sehr komisch. Lustig komisch, aber auch komisch komisch. Denn hier sieht man eine kleine Stelle, wo der Sprecher hier sowas sagt. Und das ist eine sehr interessante Aussage. Sperrt die Lauscherchen auf. Oh, ja. Nach dem Krieg war Krabs in Depressionen gefangen, die endlos schienen. Nach dem Krieg litt Mr. Krabs an Depressionen? Welchen Krieg? What the fuck? Kann es also sein, dass... Hä? Der war damals mal bei der Marine. Deswegen gab es auch damals dieses Marinetreffen, wo er aus seiner Haut sozusagen, wo SpongeBob ihn vertreten musste. Das heißt, es kann schon sein, dass es einen Krieg gab. Und zwar, weil er bei der Marine war, hat er wahrscheinlich einiges erlebt und da gab es einen Krieg. Das macht schon Sinn. Mr. Krabs damals in den großen Krieg ziehen musste und dort für sein
Land dienen musste, also für Bikini Bottom, gegen die normalen, primitiven, unterentwickelten Fische, genauso wie wir Menschen es immer getan haben in der Geschichte. Lasst uns nochmal festhalten, als dieser Mond hier alle Fische hier zurückentwickelt hat, wurden sie riesengroß und aggressiv, sie haben auch die ganze Zeit gekämpft. Vielleicht haben sie auch gar nicht angegriffen, vielleicht haben sie sich einfach nur verteidigt. Egal was es war, es muss brutal gewesen sein, denn Mr. Krabs litt ja scheinbar danach an Depressionen. Hier sieht man auch eine Karte von Bikini Bottom, umkreist von der Goo Lagoon, und man sieht hier auch die Jellyfish-Felder, wo SpongeBob und Patrick halt immer Jellyfischen gehen. Und um zu expandieren, mussten sie also durch die Goo Lagoon, und Mr. Krabs hat dort gedient, auf einem Schiff in der Navy. Genau das hat man auch gesehen. Man sieht es auch bei Mr. Krabs zu Hause. Dort sieht man noch oft Ausrüstung, wie eine Harpune, und man sieht dort etwas ganz Besonderes, etwas ganz Wichtiges, etwas super, super Wichtiges, was sehr viele Fragen beantworten könnte. Etwas so wichtig. Okay, es reicht. Hier hängt nämlich ein Bild von einem Wal. Einem großen Wal, der gegen ein Schiff kämpft. Könnte dieser Wal zufällig. Oh Junge, also jetzt. Ich muss euch ehrlich sagen, tatsächlich, ja. Also das ist schon sehr weit aus der Luft gegriffen. Ich finde die Theorie, ne, alles schön und gut, aber ich finde die Theorie eigentlich schon wieder so dumm, dass es so richtig. Weiß ich nicht, so aus den Fingern gezogen kommt. Dass man jetzt irgendwas noch erfinden musste, irgendwie wirkt mir das nicht ganz so schlüssig. Will ich Perlas Mutter sein? Das kann aber wirklich sein, dass die Mutter von Perla ist. Weil das macht ja Sinn. Seine Tochter ist ein Wal. Das soll ich mir überlegen. Die Tochter von Mr. Krabs, ja, der einfach ein Krebs ist, ist einfach ein Wal. Es ist einfach so geil, ne? Also ich feier das. Perla ist Mr. Krabs Tochter. Man hat in der Serie nie erfahren, wo sie herkommt, wo die Mutter ist und wie eine Krabbe ein Wal als Kind haben kann. Und die Zuschauer haben seit Jahren schon versucht herauszufinden, wer Perlas Mutter ist, wo sie ist. Aber ich glaube, wir haben hier jetzt die Antwort. Nur eine Episode, bevor man erfährt, dass Mr. Krabs im Krieg gekämpft hat, sieht man diese beiden Bilder von einem Wal. Dieser Wal hier muss auch ein... Ihr habt das andere Bild nicht gesehen. Das sieht so schlecht aus. Guckt euch das Bild bitte an, wie gut. Junge, das ist ja so schlecht. Da haben die einfach so einen Zweijährigen irgendwas zeichnen lassen, ja. Und das wurde dann halt auch einfach so genommen. Geil. Okay, also der Wal hat auch das Boot richtig krass zerfetzt, scheinbar. Weil das fliegt ja in der Luft und dann wird's mies zerstört und so. Und hier ist es noch an Land. Muss auch ein primitiver Wal sein, denn er ist viel größer als die anderen Wale in Bikini Bottom. Er ist riesengroß und kämpfte gegen das Schiff. Das beweist, dass die intelligenten Fische gegen die primitiven Fische einen Krieg hatten. Das bedeutet aber auch, Mr. Krabs hat Perlas Mutter getötet. Perlas Mutter, ein primitiver Wal, also ein Feind, gegen den Mr. Krabs kämpfen musste. Er hat sie getötet und dann gesehen, dass sie eine Tochter hat. Er mag zwar gierig sein, aber er ist nicht kaltblütig. Deswegen konnte er das Baby nicht töten. Also Junge, wer zeichnet das denn? Also, was ist das für ein Mensch, der dieses Bild zeichnet? Junge, was sind das für Menschen? Die haben ja gar kein Leben. Junge, das ist ja richtig creepy einfach. Hier ist einfach ein Wal, der überall Blut hat. Der Wal ist tot und hier ist so ein kleines Perla-Baby. Und hier ist einfach so ein erwachsener Mr. Krabs, der irgendwie ziemlich komisch aussieht. Junge, wer zeichnet das denn? Also das müssen doch übelst die... Also derjenige, der es gezeichnet hat, der muss... Ich weiß nicht, an was er alles leidet, aber an sehr vielen psychischen Sachen. Das ist echt krass. ...sein, aber er ist nicht kaltblütig. Deswegen konnte er das Baby nicht töten. Also adoptierte er sie. Und zog sie groß. Ein Beweis für das Ganze ist auch, dass Mr. Krabs im Englischen, also im Original, ständig Mother of Pearl sagt, wenn etwas Schlimmes oder etwas Gigantisches passiert. Mother of Pearl! Mother of Pearl! Holy Mother of Pearl! Mother of Pearl, weil Perlas Mutter gigantisch ist. Er hat gegen sie gekämpft. Er verbindet sie mit etwas Furchtbarem, weil sie ihn ja angegriffen hat und sie ja so gigantisch gewesen ist. Er musste sie töten, wurde daraufhin depressiv. Oder andere Theorie, okay? Jetzt kommt meine Theorie. Als Mr. Krabs mit der Mutter von Perla geschlafen hat, hat Mr. Krabs gesagt, oder hat die Mutter immer gesagt, ey, ich nehme die Pille, und Mr. Krabs war sich sicher, ey, da entsteht kein Kind.
aber die Mutter hat gar keine Pille genommen und dann ist Perla entstanden. Und deswegen hat ihn das so schockiert, er kann niemandem mehr vertrauen und so und dann ist das alles sehr, sehr schlimm. Und dann hat sie einfach Perla bekommen. Und Mr. Krabs ist ungewollt Vater geworden und das hat ihn so schockiert. Dann hat er die Mutter umgebracht, als Perla da war und dann hat er sie sozusagen großgezogen. Meine Theorie, wenn er mich fragt. Deine Theorie macht auf jeden Fall auch Sinn. Klingt plausibel. Nehmen wir es einfach mal so, oder? Der sagt das aber auch im Deutschen. Krass, Alter. Das ist mir auch noch gar nicht, leider, noch gar nicht aufgefallen. Und ein Beweis dafür ist auch noch diese Harpune hier. Denn was macht man mit Harpunen? Man jagt und tötet Wale. Ja, nicht nur Wale. Du kannst auch andere Tiere mit Harpunen jagen, aber ja, auch Wale. Part 3. Jetzt wird's fucking crazy. Scheiße. In Bikini Bottom sieht man auch Haustiere, die domestiziert wurden. Also normale, primitive Fische, Wasserlebewesen, die domestiziert worden sind. Genau wie wir Menschen das machen mit Hunden und sowas. Sieht man hier Schnecken, Würmer, Seepferdchen und auch die Quallenfische. Die leben hier nämlich friedlich mit den anderen Fischen zusammen. Aber jetzt stellt sich mir eine Frage. Wenn die intelligenten Fische uns Menschen so ähneln und andere Lebewesen domestizieren, sich immer weiter ausbreiten, essen sie dann auch diese unterentwickelten Lebewesen? Nein, sowas würden wir Menschen doch niemals tun. Sowas ist ja nicht schlimm, solange es nur unterentwickelte Lebewesen sind. Jetzt mal ernsthaft. Der Abfalleimer heißt im Englischen Chum Bucket. Chum sind sozusagen Fischreste. Die verstecken es nicht mal. Hier sind auch ständig irgendwelche Jokes, wie irgendwelche Fische zu Fischstäbchen werden, wie Fische als Essen serviert werden und so. Das stimmt, ja. Wenn die Fische einfach zu Fischstäbchen werden, das stimmt, das ist wirklich geil. Das feiere ich aber auch. Aber ihr wisst genau, wohin ich jetzt damit möchte. Könnte das Fleisch, also die geheime Zutat der Krabbenburger, aus den primitiven Fischen bestehen? Dann müsste ja Mr. Krabs einen riesigen Vorrat von dem Fleisch haben. Man sieht ihn nie das Fleisch holen oder kaufen oder so. Aber was könnte Mr. Krabs getötet haben, was groß genug wäre, woraus man dann Dutzende Krabbenburger machen könnte? Die Mutter von Perla. Ja, wir wissen ganz genau, auf was er jetzt anspielen wird. Perlas Mutter! Holy shit! Er hat sie im Krieg getötet. Sie verfügt über genug Fleisch, um Dutzende Krabbenburger herzustellen. Aber Moment mal, was wenn ihm eines Tages der Vorrat ausgeht? Dann müsste er ja Zugriff auf noch einen Wal haben, um weiterhin Geld zu verdienen. Er wird Perla töten, meine Theorie. Perla. Er würde aber niemals seine eigene Tochter, oder? Nein, wartet. Kommt schon, Leute. Mr. Krabs würde doch niemals seine eigene Tochter gegen Geld eintauschen. Side I've ever seen to the sweetest sound I've heard. I'd gladly give up everything for the money that I've Man kann sich das alles so schön zusammenreimen, das ist absolut geil. Dann kannst du jede Aussage von Mr. Krabs, die er genau dafür getätigt hat, kannst du jetzt immer nehmen. Ja, ich würde alles für Geld tun und sowas. Junge, es ist wirklich so an den Haaren herbei. Nee, also ich muss an der Stelle, muss ich wirklich mal wirklich sagen, es ist zwar interessant, aber ich denke bei der Folge nicht daran, dass diese Theorie auch nur im geringsten stimmt. Das kann ich mir diesmal nicht vorstellen. Ich denke, diese Evolutionstheorie ist nicht richtig. Ich denke, das ist wirklich einfach nur... Also das davor fand ich eher interessanter, aber das hier ist eher... Das ist zu krass ausgedacht, finde ich. Nur um seine eigene Theorie irgendwie zu stützen. Ich glaube das nicht. Ich schreibt mir mal rein, wie ihr das so findet, ob ihr denkt, dass das so sein könnte. Ich denke es tatsächlich diesmal. Also ich denke es hierbei nicht. Ich kann mir das hier gerade nicht vorstellen. Plot-Twist, es sind keine Theorien, sondern Fakten. Ja, Mann, stell dir vor, es sind einfach Fakten. Das ist keine Theorie. Das haben die Macher von SpongeBob selber so preisgegeben. Sie sind es einfach. Ich bin verstört jetzt. Junge, wenn du die ganzen Creepypasta-Videos anguckst, bist du dauerhaft verstört. Vor allem bei den guten Kindheitssendungen. Naja, das mit der Verstrahlung kann ich mir gut vorstellen. Das stimmt, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und dass sie halt jetzt da so wohnen und dass es halt mit Bikini Bottom, dass es halt auch passt vom Namen her und so, das kann ich mir vorstellen.
Aber mit diesen, dass sie dann gegen die Primitiven kämpfen und so, und dass dann Perlas Mutter zu Fleisch verarbeitet wurde und so weiter, das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal, wie will bitte ein Mr. Krabs ein Wal, ja, einen so großen Wal töten? Ich meine, nur mal so, es müsste nur eine Perla, müsste sich bloß auf Mr. Krabs drauflehnen, dann ist Mr. Krabs tot. Dann spät gute Nacht. Juli, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Wo kann man das Geheimrezept lesen? Der Gedanke quält mich jetzt. Der geht ja nicht. Das kann man hier einfach nicht sehen. Der ist da gepanzert. Ja, das ist doch scheißegal. Ich stell dir mal vor, da ist so viel Gewicht drauf. Junge, irgendwie, Mann, das interessiert mich alles so. Guck mal, das Thumbnail, das ist sowas schon. Das ist so ein Eyecatcher, dieses Thumbnail. Da willst du eigentlich draufklicken, weil du denkst, Alter, was ist denn da schon wieder passiert? Das tut uns gar nicht gut. Das hier tut uns wirklich gar nicht gut. Das ist auch so spannend einfach. Mit der Harpune, ja, aber. Ich meine, eigentlich könnte doch Mr. Krabs niemals so eine große Harpune betätigen. Eigentlich geht's gar nicht. Ist doch brutal. Scheiße, ey, das ist echt spannend. Wenn er Perlas Mom im Krieg getötet hat, wie hat er bitte den Kadaver mitgenommen? Ist auch eine andere. Ja, das stimmt. Wie hat denn der das überhaupt wegbekommen? Junge, das ist ein Krebs. Wie will denn den Krebs einfach. Wie will der denn einfach diesen Wal mitnehmen? Vor allem, er macht sich ja auch zum Feind von den anderen Primitiven. Das heißt, er hat. Das macht alles keinen Sinn. Und als ob so ein übelstes Schutzschild. Also, ob wie so ein Schutzschild da ist, wo kein Primitiver mit hinkommt. Ne? Also man sieht ja im Bikini Bottom sonst keinen primitiven Wal. Oder kein primitives anderes Lebewesen. Also das ist schon heftig. Aber das mit dem Jump Bucket Abfalleimer ist halt auch eine gute Theorie. Nur dass ich jetzt glaube, dass keiner im Abfalleimer essen will, eben weil der Fischrest Jump serviert. Stimmt, das wusste ich gar nicht, ne? Dass das das bedeutet. Den Laden um den Leichnam herumgebaut. Stimmt! Alter! Oh mein Gott, Humic! Ey, du bist so schlau, ne? Du bist so schlau! Junge, das kann sein! Real Talk jetzt! Perlas Mom wurde dort getötet und die haben einfach den Laden um Perlas Mom rumgebaut. Es ist wirklich schlau, ne? Es ist wirklich schlau. Das heißt, sie hat dort immer gelebt. Immer war sie dort. Das ist Big Brain Time. Das ist eine gute Theorie auf jeden Fall. Da könntest du jetzt ein Video drum machen. Wie kann das sein? Junge, ist so crazy einfach.